Und schon klappt das viel besser. Hi liebe Leute, ich bin's Marc und jetzt endlich wieder fit, einigermaßen, noch nicht bei 100%. Mein Bein, ihr seht's hier, sieht normal aus, hat aber 2-3 Wochen ziemlich rumgezickt nach dem Sturz mit dem Roller. Wo ich mit Leo Kars gefahren bin, das werde ich mal verlinken, das Video von ihm und das Interview. Das war zwar echt spaßig, aber ich hatte wohl eine Muskelverletzung da und da konnte ich jetzt echt ein paar Wochen nicht richtig biken, nur so leichtes Radfahren. Und jetzt habe ich euch ein Fahrtechnik-Video und zwar heute mal wieder mit meinem 2003er Bike. Also wenn ihr jetzt euch fragt, warum fahre ich das überhaupt? Einfach weil ich es liebe und Spaß damit habe. Auch wenn natürlich ich meistens auch jetzt moderne Räder fahre, vor allen Dingen Kursen. Das habe ich seit 2003 und es hält mir die Treue und man gewöhnt sich immer schnell wieder an die altbackene Geometrie und die Schaltung seit 2003 ohne Stress, also meine Rohloff. Und das Thema ist heute Kanten und ich habe mir gedacht, wir haben schon ein paar Kantenvideos gemacht. Ich möchte euch nochmal in der Serie Fehlerfokus, also was sind die häufigsten Fehler, die Leute machen, und da möchte ich das Thema auch mal mit reinnehmen, die Kanten, und ich verlinke euch unter das Video nochmal das vom Gardasee, die Geländekanten. Also, die erste Stufe abrollen, vorausschauen, dann kommt die nächste und das Rad findet seinen Weg und die nächste Stufe. Damit ihr auch nochmal da ein bisschen was Sichtbares habt, und der Fehlerfokus, was machen die Leute falsch, wenn sie eine Kante runterfahren, zum Beispiel in einem engen Trail, und wie geht es dann richtig, und genau, deswegen jetzt mal ein paar Demofahrten, dass ihr es erkennen könnt, und ich werde ein paar Worte dazu sagen. Es geht natürlich um kleine Kanten oder Mauern, natürlich je nachdem, wie hoch die sind, die halt noch fahrbar sind, wo ihr nicht droppen müsst, aber ihr werdet merken, ich tue jetzt mal hier ein Foto rein, es geht schon sehr hoch. Also bevor das Kettenblatt aufkommt, kann man schon auch relativ hohe Kanten noch abrollen, wenn man jetzt keine Geschwindigkeit oder Auslauf für einen Drop hat. Hier habe ich jetzt also die Kante, und die abzurollen, wie gesagt, kein Hexenwerk, aber selbst Leute, die halt schon ganz gut fahren, machen das nicht immer so sauber und perfekt. Und es ist nämlich so, das Hauptfehlerbild ist, dass die Leute ihre Arme, bevor die Kante kommt, relativ gerade haben und dann werden sie mit dem Rad runtergezogen. So, weil hier kein Federweg in den Armen ist. Deswegen ist es wichtig, auch wenn es sich manchmal ein bisschen übertrieben anfühlt, dass man, bevor man die Stufe hat, die kann ein hoher Bordstein sein, an der Bushaltestelle oder im Wald, eine Stufe oder eine kleine Mauer, dass man vorher die Ellenbogen weit rausnimmt, um einfach die Schulterachse abzusenken. Und wenn jetzt das Vorderrad an die Kante runterfällt, könnt ihr das aus den Armen ausgleichen. Die Arme werden also länger, das Rad kann sich unter euch bewegen, und ihr könnt die Stufe geschmeidig als Pilot und nicht als Passagier fahren. Ich mache das Ganze mal vor. Einmal richtig und einmal eher weniger korrekt. So, jetzt als Passagier. Die Arme sind schon zu gerade und es nimmt mich mit. Oh. Dann kann es auch nämlich direkt passieren, wenn die Arme vorher schon zu gerade sind, dass man in der Landung, gerade wenn man Fully hat, so ein bisschen nach hinten reinlandet mit dem Körper. Das Hinterrad landet. Und der Körperschwerpunkt ist zu weit hinten, weil man vorher schon die Arme gerade hatte. Und das kommt auch häufig vor. Deswegen ist wichtig, vor der Stufe die Ellenbogen weit raus. Also angepasst an die Höhe der Stufe, die Ellenbogen raus, und dann konntet ihr gut erkennen, wie das Rad sich unter mir bewegt hat. Der Sattel wanderte kurz unter mir nach vorne in dem Moment, wo ich mit den Armen meinen Lenker runter habe wandern lassen. Und ja, natürlich bitte darauf achten, das werdet ihr auch sehen. Die Ferse muss hängen, am vorderen Fuß besonders, ist gut, hilfreich. Da mache ich auch ein Video, habe ich schon gemacht. Unter das Video mit der Ferse, warum das so wichtig ist. Viele fahren spitzfüßig, auch ungünstig. Also hier die Passagierhaltung. Arme vorher zu gerade und dann nimmt einen mit runter. Oh. Oh, man ist einfach zu passiv. Jetzt das Ganze nochmal als Pilot und nicht als Passagier.
Also, die Ellenbogen vorher weit raus, das Rad absenken lassen. Und schon klappt das viel besser. Das waren ein paar Tipps für euch zum Thema Pilot statt Passagier in Kanten, Fehler, Fokus, was kann man da falsch machen mit der Armarbeit. Viele denken auch, ich muss mich nach hinten lehnen, die Arme sind vorher gerade. Lieber tiefer Cowboy, sagen wir immer. Cowboy heißt Ellenbogen raus, wie in einem Duell, klack. Und ich hoffe, die Videos gefallen euch. Ich will lieber mehr Videos machen, dafür halt dann einfach selbst gefilmt oder mit einem Kumpel. Und nicht immer irgendwie mit einem Profifilmer. Das habt ihr Verständnis für. Und also auch oft mal kurze Videos mit einem Tipp anstatt 7 Tipps in ein Video. Abonniert gerne den Kanal, teilt die Videos, gebt ein Like, gebt eure Kritik unter das Video. Ich weiß, der Ton, aber mit dem externen Mikro ist halt, klappt nicht so wirklich. Das nudelt immer den Anschluss aus in der Kamera. Genau. Dann haut rein!